Einen wunderschönen, liebe Freunde. Ich bin gerade auf dem Weg zum Monte und ich freue mich extrem drauf, dass wir uns endlich mal richtig treffen. Wir werden mit Gönnergy unterwegs zusammen und haben ein kleines Kartrennen veranstaltet. Das war mega geil und da haben wir beschlossen, dass wir dringend mal ein Video zusammen machen möchten, müssen und so weiter und so fort. Und ich freue mich extrem auf den Tag. Das Auto, was ich ausgewählt habe, das habe ich natürlich extra vom Monte ausgewählt. Und es ist sehr, 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 sehr besonders. Es ist auf jeden Fall ein Auto, was er, glaube ich, feiert. Er hat schon diverse Male auf dieses Auto reagiert. Also ich sag mal so, ich glaube, ich habe noch nie einen so krassen Rolls-Royce gesehen. Alter, was ist das für ein heftiges Auto? Das gibt es doch gar nicht. Junge! Und die Farbe ist eigentlich in echt noch ein bisschen krasser als hier auf dem Video. Ehrlich gesagt, jeder wird wahrscheinlich denken, okay, das Auto, das ist poliert. Aber es ist natürlich nicht poliert, das ist ein Rolls und der hat 7 Lackschichten. Und deswegen ist er natürlich nicht poliert hier. Guck mal, Spirit of Ecstasy, kannst du einfahren, kannst du ausfahren, so wie du es möchtest. Und ich habe ganz am Anfang, weil ich mir so gedacht, komm, fährst du sie mal ein. Und ich habe sie ungefähr 2 Sekunden drin gelassen und dann habe ich sie sofort wieder ausgefahren, weil das ist so ein geniales Bild. So, jetzt gucken wir uns einmal den Spec an. Wo machen wir das denn? Am besten wahrscheinlich hier hinten. Also, wir haben hier oben ein schönes Dunkelgrau, dann haben wir hier sogenanntes Kaschmirgrau, dann haben wir das hier, Klavierlack in der gleichen Farbe. Guck mal, wie das matcht hier, weil das ist einfach nur die gleiche Farbe. Hier wieder Lime Green, da haben wir eine schöne Jacke. Nice Fish. Was haben wir denn da? Die ist nicht Lime Green, aber die ist mega. Mal ganz kurz zeigen. Oi. Hier kannst du Ausweis reintun oder sowas, ne? Natürlich eine Tasche fürs Portemonnaie zum Zusperren. Ach, und dazu muss ich nichts sagen, ne? Schöne Bündchen, schöne Taschen hier. Ja, wir waren beim Auto stehen geblieben. Ach so, übrigens, das Krasseste ist, das ist eine Wendejacke. Die kannst du entweder so tragen, schön clean, oder eben mit diesem unfassbar geilen Stitching außen. So viel zu dem Thema. Dann haben wir hier dieses unfassbar schön gestickte RR in Lime Green. Sternenhimmel inklusive Sternschnuppen muss natürlich sein. Und dann diese, boah, guck mal, wie tief die Finger da reingehen, Alter. Junge. Seht ihr, wie dicht und dick dieser Teppich ist? Boah. Hier unten natürlich die Luftwasserströmer voll in Chrom. Die Sitzschienen voll in Chrom. Natürlich, das ist ein Rolls. Ah, sollen wir uns mal reinsetzen? Ja, ne? So, warte. Jetzt kann ich doch hier, wo kann ich denn die Tür zumachen? Ich kann doch hier irgendwo, da kann ich die Tür zumachen. Hä? Wieso geht die nicht zu? Guck mal. Ui. Ultra genial. Also, wir fahren los. Nee, wir zeigen mal einmal hier. So, dann machen wir die Tür zu hier. Da ist der Knopf. Und jetzt diese Stille, Leute. So, Motor 6,75 Liter V12, 571 PS, 850 Newtonmeter Drehmoment, 5,3 Sekunden von 0 auf 100. Aber es ist eigentlich alles egal, weil es ist einfach nur so krass motorisiert. Der eine oder andere wird sich vielleicht fragen, was verbraucht eigentlich so ein Auto? Wir gucken eben nach, mein Fahrzeug. Dann haben wir die Fahrinfo. Und dann haben wir den Reisebordcomputer. Und der sagt uns 13,3 Liter, Durchschnittsgeschwindigkeit 112,9 km/h. Alter, das Ding ist effizient. Eine Sache, die ich auch noch feiere, ist, dass hier alles so dünn ist. Ne? Guck mal hier, Blinker. Total dünn gehalten. Das Lenkrad auch mega dünn. Schön zum Anfassen. Das ist wirklich das Gegenteil von so einem Ultra-High-Performance-Lenkrad. So mega wurstig und so. Ne? Auch hier der Schaltwählhebel. D. Und jetzt geht's so. Dann haben wir natürlich noch die Poweranzeige. Junge, das Ding ist auch geil. Zeigt immer 100%, wenn du nicht fährst und zeigt dann eben an, wie viel Prozent du noch übrig hast. Bin sehr gespannt, wie Monte das alles findet. Ich feiere es sehr. Junge, das wird ultra. Also, ich fahr los. Muss ausmachen. Bis gleich. Ciao. Yeah.
So, ich bin jetzt gerade von der Autobahn runtergefahren mit meinem Rolli. Und wir treffen Montana jetzt gleich. Wir kennen uns ja nicht wirklich gut, aber ich weiß gar nicht, wie es so zu ihm sagen soll, ne? Soll ich irgendwie Monte sagen? Soll ich Marcel sagen? Soll ich Mr. Black sagen? Oder Herr Black? Also ganz ehrlich, das hätte ich niemals gedacht. So ein riesengroßes Schiff, 5,34 Meter ist der Ofen lang. Da denkst du dir so, oh Gott, wie soll ich denn den da durchjonglieren? Ne? Das ist ja mega kompliziert. Aber ganz ehrlich, ist es überhaupt gar nicht. Ganz, ganz leise hier drin, ganz, ganz erhaben. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie Monte das findet. Ob er sagt jetzt so, ja, ich dachte, du kommst mit einem Turbo S oder mit einem neuen Lamborghini Revuelto oder sonst irgendwas. Jetzt kommst du hier mit so einer Luxusschleuder an. Ja, ich glaube es nicht. Ich glaube, er feiert diese Autos, weil er einfach den Luxus liebt. Und ich glaube, mehr Luxus als das hier geht eigentlich nicht. Du bist immer über jeden Zweifel erhaben, dir ist alles egal, wenn einer an dir vorbeifährt, denkst du dir so, ja, fahr doch, ist doch mir egal. Leider ein bisschen teuer, dieser Cullinan. Wir haben einen Preis von 385.000 Euro. Das Problem ist, das ist noch nicht mal alles. Da kommen nämlich noch die Steuern obendrauf, von deinem jeweiligen Land. Im Fall von Deutschland mündet das in einem Gesamtpreis von 465.000 Euro. 465.000 Euro, Freunde. Wollen wir hoffen, dass Monte einen Führerschein hat und dass wir gleich loslegen. Wir haben einen geheimen Ort ausgemacht, wo wir uns treffen. Da fahre ich jetzt hin und unser Kameramann kann hoffentlich nochmal in das Auto einsteigen bei Monte, damit er den ersten Blick, den First Touch von Monte und dem Rolls-Royce Cullinan in Lime Green aufzeichnen kann. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass er mit dem Elektroauto kommt, aber gut, das könnte auch sein, dass ich mich da täusche. Das soll das Überraschung werden, oder? Ja, ich habe keine Ahnung, mit was für einem Auto er kommt. Oh. Ja. Oh. Jetzt sieht er ihn zum ersten Mal. Das ist ein Rolls-Royce, ein ganz teures. Den haben auch viele Kollegen von mir, das ist ein richtiges Luxusding. Der kostet, glaube ich, eine 500.000 oder sowas. Ja, ja. Oh, das ist ein richtiges heiß begehrtes Modell von Rolls-Royce. Wie nennt er sich nochmal? Cullinan. Was kostet er nochmal? 465.000 Euro. Vorsichtig, ja. Leisten. Ich hab mir schon gedacht, dass du mit irgendwas leisem kommst, weil auf dem Weg haben wir kurz einmal telefoniert, da hat man nichts gehört. Richtig. Und ja. Ich habe überlegt, ob ich anhalten soll und dann sagen soll, nee, ich stehe hier an meiner Raststätte, damit du nicht schon wieder nachdenkst und überlegst, was ich mitgebracht habe. Muss mal, guck mal, Oma, die Türen. Ach, macht er alleine, oder was? Ja, schon kaputt gemacht. Das macht er nicht alleine. Bis Mikrofon, der fliegende Engel, wa? Muss mal dran reißen. Tu mal so, als wenn du ihn klauen würdest. Wie bei Mercedes, dann fängt dann zu piepen und dann spritzt Wasser raus jetzt. Lutsch! Ja, die Gesetze sind hart, dafür nicht fest. Moin erstmal, ich bin der Matthias. Freut mich, hallo, der Matthias. Freut mich. Und so weiß, das ist, was immer... Setz dich mal rein, Opa. Kein Wagen mehr haben, der nicht, wenn er weiß ist. Soll immer weiß sein? Ja, Opa will unbedingt weiß, ja. Der steht ja auch gut, Opa, sage ich. Schön, sehr hübsch, schön blank alles. Schön blank alles. Ja, aber so wie ich denn damit umgehe, ist er nach einem Jahr auch nicht mehr der Beste. Ja, ist ein Auto, ne? Ja, ist ein Auto, ne? 250 läuft der Spitze. Auf dem Tacho 260, ne? Genau, echte 250. Aber jetzt sag doch mal, hast du Bock oder sagst du eher so, Digga, ich dachte, du kommst im Revuelto? Ja, ne? Ja, ich habe also auf der Herfahrt schon überlegt, scheiße, hoffentlich findet er es nicht scheiße. Also ich bin gespannt, wie der sich fahren lässt. Bist du schon mal eingefahren? Nee. Weil reagiert hast du ja schon oft auf Rolls-Royce. Und ich dachte mir, erstens, die Farbe. Ja. Kickt dich das nicht, dass es mehr oder weniger die gleiche Farbe wie dein Lambo, ne? Nee. Oma, muss mal im Himmel gucken, Oma. In den Himmel gucken. Oben, nach oben gucken. Nein, hier, im Auto. Wie bei mir im Schlafzimmer. Also, wenn du meine ehrliche Meinung hören willst. Ja, klar, immer. Also, ich bin gespannt, wie er sich fahren lässt. Mhm.
Der liegt wie ein Panzer, ne? Aber so an für sich sagt mir das Auto überhaupt nicht zu. Da habe ich ja genau das richtige Auto ausgesucht. Aber. Kann natürlich auch sein, dass ich mich da noch, dass das sich noch ändert, aber ich persönlich fand den Wagen immer, ich würde für das Geld, was der kostet, mir definitiv etwas anderes holen. Okay, ja. Okay. Ich bin gespannt, wie er sich fahren lässt. Das kann, auf jeden Fall. Kann ein super Beitrag werden, Leute. Matthias hat direkt das richtige Auto mitgebracht. Warte. Was soll das sein? Oh, ja. Komm. Habe ich bei mir im Schlafzimmer auch. Ja, bei dir im Schlafzimmer, das ist ein Auto. Steck mal den Finger rein, wie tief das reingeht. So tief war mein Finger noch nie drin. Hier habe ich mir eingebaut, ganz modern ist hier. Was denn? Schöne Spiegel, das muss ich alle haben, dass ich mal die toten Winkel besser sehen kann. Die nur den Dinger. Das ist kostet 2 Euro. Oh Mann, Opa. Und da hast du aber richtig einen Vorteil von. Ach, hier so ein, ja, okay, verstehe. Ja, hier der kleine Spiegel nochmal, so ein sphärischer, ja, ne? Ja. Und sag mal, wofür ist dieser Carbon-Flap hier? Das Ansicht, also Ansicht ist Quatsch. Das ist für die Aerodynamik oder einfach nur Optik? Nee, das ist wegen Regen und so, dass eventuell 2 Regentropfen weniger. Das nicht drauf tropft direkt von oben. Ja, so in der Art. Okay. Opa ist hier ortseinsässiger Kenner und Ehrenmitglied in der Tuning-Szene. Im Tuning-Verein. Ja. Den Sportauspuff hat er hinten abgemacht, weil die Bullen ihn immer angehalten haben. Guck mal, der Peugeot, 104er ist das. Der passt, oder 103 oder was ist das? Ne, 104, ne? Der passt farblich echt gut. Das ist genau dieser Verstopp. Das siehst du hier gleich mal daneben hinstellen. Das gibt's ja gar nicht. Ja, wahrscheinlich ist er schneller. Also ich hätte nicht gedacht, dass das hier jetzt ein Auto treffen wird. Ja, ja. Bei dir. Ich hab doch gesagt, Opa ist ja ortskenniger Tuning-Treffen. Ist das geil. Alter. Geht das so? Reicht das? Oder? Boah. Weißt du, wie die Farbe heißt? Zitrusgelb. Ich könnte den Grün wieder irgendwo. Ja. Wir heißen Lime Green. Ja, siehst du? Ja. Ja, komm her. Komm ran hier. Komm ran. Mädchen in die Mitte. Danke fürs Anhalten. Ja. Tschüss. Lass dir gut gehen. Willst du erst fahren oder erst hinten sitzen? Mal? Ich würde erst mich mal nach hinten setzen. Setz dich mal nach hinten. Aber ich soll ich dir was Ehrliches sagen? Ja? Ich hätte mehr Bock, mit dem Wagen zu fahren. Okay, schon mal nicht gemacht für kleine Dosen. Also Diggi, das hier über 400.000 ist eine Frechheit. Ich glaube, dass dieses Auto natürlich erstmal beeindruckt durch den Namen Rolls-Royce, durch den Preis auch, aber ich glaube, dass man den Wagen erst richtig zu schätzen weiß oder halt die guten und die positiven Aspekte, aber auch die negativen Aspekte erst nach einer gewissen Zeit sich rauskristallisiert. Denke ich auch, ja. Also ich bin jetzt irgendwie, was weiß ich, 400 Kilometer oder sowas gefahren. Ja. Und das war sehr, sehr entspannend. Also ich bin jetzt alles andere als müde. Ich habe, glaube ich, noch nie so viel Platz in einem Auto gehabt wie hier, so vor mir jetzt gerade, von den Beinen. Sitz ist jetzt auch weit vorne, ne? Ja, also ja, klar. Ganz vorne eigentlich. Weiter nach vorne geht er nicht. Kann ich von hier verstellen. Aber kann man hier auch so die Liegefunktion aktivieren? Nee. Nicht? Nein. Also das ist jetzt die Position, in der ich sitzen muss. Ja. Ich kann jetzt nicht so zurück mich. Warte mal, ich guck mal da unten Aber ich glaube nicht, dass du noch was verstellen kannst. Nee, man kann nur vor und zurück. Okay, das ist aber quatschig. Für den Preis, oder? Also, wenn du dir jetzt mal im Vergleich, nehmen wir einfach mal Maybach, was ja auch für extremen Luxus steht. Ja. In dem Maybach kannst du dich hinten reinlegen wie in einem Stressless Relax-Sessel. Genau. Also, das ist wie Business Class Übersee fliegen. Das dürfte man eigentlich bei einem Rolls-Royce auch erwarten für in der Preiskategorie, oder? Ja, ich sehe das auch so. Ich war auch enttäuscht, als ich das gesehen habe, dass ich das erste Mal, als ich das erste Mal Cullinan gefahren bin, dachte ich auch so, wieso kann man da hinten nicht drin liegen? Mhm. Wieso geht das nicht? Mhm. Und das ist aber halt so. Also ich kann nichts daran ändern. Nee, das ist klar, ja. Aber findest du es gerechtfertigt für den Preis bei so einem Auto? Ich glaube, dass das halt, dass der Maybach GLS, der ist das ja, wo du hinten drin liegen kannst. Ja. Oder auch die S-Klasse beispielsweise. Genau, S-Klasse, aber nicht so ganz. Ne? Maybach GLS kannst du wirklich richtig krass drin liegen. Mhm. Da geht die Lehne nochmal ganz nach vorne. Ja. Und dann liegst du wirklich fast wie in der Business Class, fast wie in einem ebenen Bett. Und das hat halt eigentlich nur der Maybach GLS und Achtung, der Hyundai Staria. Ist der Hyundai Staria in der Hyundai-Rubrik das teuerste Modell? Oder? Also der Hyundai Staria ist ein Auto, ich glaube, der geht los wahrscheinlich so bei 40, 50 oder sowas. Das ist wie so ein Van halt, ne? Mhm. Wie so eine V-Klasse ist das eigentlich. Okay.
Und da kannst du hinten wirklich drin liegen während der Fahrt. Das ist so ultra geil. Wenn du das willst, ist das die günstigste Variante und auch ehrlich gesagt eine ziemlich coole. Das sieht aus wie ein Raumschiff, das Ding. Das Auto ist einfach nur sehr, sehr luxuriös und komfortabel. Du hast ihn auch schon mal getestet, oder nicht? Ja, ne? Ja. Ich kann mich sogar an das Video, glaube ich, erinnern. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich habe das von dir gesehen. Guckst du unsere Show ab und zu? Ich habe auf jeden Fall den Grip-Kanal abonniert. Ehrenmann. Ja, für mich, also Grip ist halt, ne? Für mich gibt es zwei Autosendungen, die ich aktiv geguckt habe. Das ist einmal Grip, ja, und Top Gear. Ja. Aber Top Gear nur mit der England-Crew. Mit der alten Besetzung. Ja, mit Jeremy, ja, und ja, wie sie alle heißen, ne? Da war natürlich auch viel geskriptet und nicht alles immer richtig. Logisch. Aber trotzdem ultra geil. Ja. Also da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Top Gear, die Touren, die sie gemacht haben, ob es jetzt nach Afrika war oder ob sie sich duelliert haben, Bahn gegen Auto oder wenn sie da irgendwie eine Bahn selber entwickelt haben und so, also einen Zugabteil. Ja. Ich habe diese Serie geliebt und werde sie immer lieben. Guckst du Grand Tour auch? Ich habe ein paar Folgen geguckt, aber irgendwie hat es für mich nicht den Spirit gehabt wie bei Top Gear. Hat sich irgendwie geändert, ne? Ja, ja. Es war mir ein bisschen too much, wollen wir es mal so sagen. Ja, ne? Ja. Ja, kann man sich immer noch reinziehen, finde ich. Aber es ist was anderes, das stimmt. Nicht mehr das originale Top Gear. Genau. Bist du ein Fan von Top Gear auch? Vollgas. Also das ist, also da darf man auch gar nicht und will ich auch gar nicht, brauche ich auch gar nicht irgendwie Geschichten erzählen. Top Gear ist natürlich die Inspiration, glaube ich, für jedes Automagazin, ja, im Fernsehen oder YouTube. Ja. Nur keiner kommt dahin. Ja. Was an dem Budget liegt, die haben so unfassbar viel Kohle, weil sie das ganze Thema natürlich verkaufen können in die gesamte Welt. Ja. Weil die gesamte Welt spricht Englisch. Ja. Und deswegen kannst du auf der gesamten Welt dieses Format verkaufen, hast dementsprechend hohe Einnahmen und kannst deswegen richtig ranklotzen, wenn es ums Drehen geht, wenn es um die Autos, die kaufen sich halt irgendwie Autos, sagen sich, yo, wir machen jetzt mal ein Special mit gebrauchten 12-Zylindern. Jeder von euch kriegt hier, ja, 20.000, 30.000, ja, Pfund. Geht euch eine Karre kaufen. So schön, diese Folgen. Und, ich hab's geliebt. Ja. Wenn sie sich gegenseitig, bevor überhaupt das losging, schon ausgedacht haben, wer wieder welches Auto gekauft hat. Ja. Und die Konstellation aus. Wie sind die nochmal? Jeremy. James. Und Hammett. James Hammett. Der, oh, wie heißt der denn mit Vornamen, der Hammett? Richard Hammett. Richard, genau, ja. Jeremy, Richard und James. Mr. Slow, Captain Slow. Captain Slow, ja, mit seiner Pudelfrisur. Einfach eine geile Serie, habe ich wirklich sehr gerne geguckt. Ja. Wenn du dir so ein Auto holst, entweder holst du ihn, um ihn selber zu fahren, für den, in Anführungszeichen, Flex einfach, einen Rolls-Royce zu haben, oder du holst ihn wirklich als Wagen, der dich von A nach B bringt, mit einem Fahrer. Ja, genau. Und? Also ich glaube eher, dass das hier so wirklich das Familienauto ist, dass, mhm, du sagst, okay, ein GLS ist mir irgendwie zu billig. Mhm. Ich brauche was richichkrasses. Ich hole mir einen Rolls-Royce Cullinan. Ich glaube, also, das ist das Ding mit diesem Auto. Also würdest du das Auto hier nicht unbedingt als Chauffeurwagen deklarieren? Nee, glaube ich nicht. Okay, gut. Also kannst du machen, ne? Mhm. Aber dafür würde ich dann, glaube ich, eher tatsächlich einen Maybach nehmen. Weil, mhm, wenn ich einen Fahrer habe, dann kann ich ja auch hinten drin wirklich schlafen. Ja, ja, ja. Und das kann ich in dem Auto hier nicht. Ah ja, da ist Monitor, ja. Okay, das ist natürlich schon mal wieder eine ganz andere Optik auch. Da sehe ich jetzt, wo wir auch längs fahren. Was halt Rolls-Royce kann, wie niemand anders, ist diese Verarbeitung von den Materialien. Ne? Also das ist, wie das Leder sich anfühlt, wie die Farben aufeinander abgestimmt sind. Das hier ist so ein fancy Ding, was irgendwie auf der Art Basel in Miami vorgestellt wurde. Mhm. Soll halt zeigen, okay, bei Rolls-Royce kannst du alles haben. Mhm. Alles, mhm, was du willst. Und ja, ich meine, ich glaube, es gibt sehr, sehr wenig Menschen, die diese Farbe bei einem Rolls-Royce nehmen. Ja. Aber im Innenraum zum Beispiel, das Grau mit dem grünen Stitching, finde ich mega. Ja, doch. Also doch, die harmonisiert gut. Ich habe auch extra jetzt mal bewusst meine Schuhe ausgezogen, um mal so ein bisschen hier... Ziehe die Socken auch aus, Alter. Das ist so geil, weil das ist echte, ja, Schafswolle. Das ist, Matthias, das ist unser erstes Auto-Video. Da ziehe ich direkt meine Socken, ja, aus. Ja, sicher. Okay, gut, wenn du es sagst. Ja, klar. Einmal die Socken ausziehen. Oh, ui. Ja, oh, das fühlt sich gut an. Findest du das Cockpit dieses Fahrzeugs schöner als beispielsweise von einer S-Klasse? Kann man es miteinander vergleichen? Kannst du, finde ich, nicht miteinander vergleichen. Schöner finde ich es nicht, sage, mhm, ich dir auch ganz ehrlich. Das ist so ein bisschen verwinkelt alles so. Mhm. Und dieses Mesh hier, das ist halt handgemacht, ne? Mhm. Das ist schon, alles, was du hier siehst, ist irgendwie handgemacht. Mhm. Diese Coachline, diese Linie, die da außen an der Karosserie entlang geht, von ganz vorne nach ganz hinten, dieser ganz lange Strich, ja,
der ist per Hand da aufgetragen. Mhm. Mit so einem Pinstripe. Mit so einem Pinsel halt, ne? Mhm. Und das, also das ist halt auch das, was du jetzt mitkaufst, ist halt wirklich diese Handwerkskunst. Ja? Das ist keine Großserie, das ist nichts irgendwie von der Stange, sondern das ist wirklich für dich gemacht und ganz, ganz viele sehr fleißige Menschen in Goodwood haben das Auto für dich zusammengebaut. Ich glaube, dass man Rolls-Royce auch in einer gewissen Art und Weise leben muss. Und ich glaube, dass für mich als jemand, der noch nie einen Bezug zu Rolls-Royce hatte, das jetzt schwer ist, das Auto sofort als das zu erkennen, was es ist, weißt du? Ja, du sollst es ja gar nicht durchbewerten oder sonst was. Du sollst einfach nur fühlen und dich entspannen. Fühlen muss ich sagen, dass ich die Akustik hier drinne, also von dem, was man hier drinne hört und was man von draußen hört, vom Material, ich sitze schon sehr bequem. Also es wäre auf jeden Fall ein Auto, wo ich mich nochmal reinsetzen würde. So ist es nicht, ne? Ja, immerhin das. Ich habe ja schon gedacht, eine Vollkatastrophe, dass du sagst so, nee. Also ehrlich gesagt wäre ich lieber mit dem Peugeot 104 gefahren. Sei mir nicht sauer, ne? Nein, gar nicht. Ich habe so gedacht, so mit einem Pagani oder... Ich habe gedacht, du willst das, was ich zu Hause schon stehen habe, in Lamborghini Huracan Performante. Ich habe gedacht, dass du das versuchst, nochmal so zu toppen. Nee, ich hab auch lange überlegt, ne? Mhm. Was stand zur engeren Auswahl? Alles Mögliche, aber das Ding ist halt, auch ich kann nicht irgendwo bei Pagani anrufen, nee, dann steht drei Tage später die Karre vor der Tür. Hallo, du bist Matthias. Ja, genau. Wir haben dann überlegt, okay, super Luxus-SUV, stehst du privat drauf, wir zeigen dir einfach mal was anderes. Ja. Was verbraucht dein GLS, sag mal? Ungefähr. Du hast einen schweren Gasfuß, sieht man immer wieder, ne? Also wenn du fährst ihn gerne aus, ne? Auf der Autobahn, nachts. Ich liebe das ja auch nachts auf der Autobahn, ne? So sehr ich Autobahn tagsüber hasse, umso mehr liebe ich Autobahn in der Nacht. Was verbraucht der GLS? Also so innerorts, wie wir ihn jetzt fahren würden, vielleicht so 14 Liter, 15 Liter. Okay. Wenn ich ihn auf der Autobahn trete und wenn ich schnell fahre, sagen wir mal eine Nachtfahrt, Köln, dann bin ich... Und Gamescom nach Hause? Ja, dann bin ich so mit, sagen wir mal, ja, mit 25 Liter ungefähr. Also 800 Kilometer, 900 Kilometer sind so 2,5 Tankfüllung meistens. Okay. Ja, krass. Bei einem 90-Liter-Tank, glaube ich, den er hat, das ist schon... Der nimmt sich schon viel, aber er gibt dafür auch viel. Ja. Und die Leute sagen dann ja auch immer, ja, oh, was, so viel, wie kannst du ihn fahren? Der frisst sich doch auf. Und dann sage ich immer als Gegenargument, also erstmal muss ich ihn nicht so fahren. Und wenn ich mir einen V8 hole mit 620 PS, dann weißt du es vorher. Dann weiß ich doch vorher, dass er, wenn er möchte, auch sich großzügig an der Tankfüllung bedient. Der Lambo ist noch schlimmer. Ja klar, der Lambo ist noch schlimmer. Was schätzt, was der hier braucht? Oh, der ist sehr schwer, hat eine hohe PS-Leistung. Der wird, wenn du ihn Autobahn, ich würde sagen zwischen 15 und 20 Liter. Also ich bin wirklich ehrlich sehr entspannt hierher gefahren, ja. So mit 140, 50, 60 sowas. Mhm. Und es war nicht viel Stau und so. Und jetzt gucken wir einmal rein. Wir haben gebraucht 13,9. Oh, das ist aber ja, gut, okay. Das ist so vollkommen okay, ne? Finde ich auch, ja. 571 PS, 850 Newtonmeter. Das. Aber gut, der kann natürlich auch anders, der Kollege. Ne? Der kann auch anders, aber was ich krass finde, ist, dass du den auch so bewegen kannst, ne? Mhm. Unter 14 Liter. Und du hast ja die Front, also ich habe gedacht, die Front, Junge, die frisst ja mindestens mal 2 Liter irgendwie weg, ne? Ja. Nur weil der da so im Wind steht. Aber ja. 14 Liter spricht dagegen. Für ein 14 Liter, für so ein großes Auto, für so ein schweres Auto mit so viel Leistung, ja. Finde ich vernünftig, ja? So, jetzt bin ich mal gespannt, Autobahn. Also deiner ist 4,4 auf 100. Der GLS? Ja. Kann sein, ja. Mhm. Der hier ist 5,3, also eine Sekunde länger auf 100. Der reißt halt nicht so an, ne? Der reißt dir nicht irgendwie die Kappe vom Kopf oder sowas. Aber es ist halt ultra souverän und das ist halt auch dieses Rolls-Royce-Feeling, ne? Das soll hier kein Rabatzmacher sein oder sowas, sondern halt schön gemütlich. Du willst ja mit dem keine Rennen fahren und du willst ja mit dem nicht 300 auf der Autobahn ballern. Das ist ja am Ende des Tages ein Cruiser. Genau, aber ein sehr schneller Cruiser. Ja, ja. Hättest du das Geld, wäre es dir das Geld wert? Die Frage ist ja, ne, wenn du 460.000 Euro ausgibst für so eine Hütte, das machst du ja nicht, wenn du eine Million auf dem Konto hast. Wenn du 5 hast. Oder ein bisschen mehr. Wenn du 5 hast und ein Autospleen, dann kaufst du dir so ein Auto. Ich sag dir, wenn du meine erste Meinung haben möchtest, ja. Wir kommen ja wie viele hoffentlich deiner Zuschauer auch aus einer Zeit, wo es noch D-Mark gab. Ja. Und dann ist das für mich einfach hier ein 1 Million D-Mark Auto, ja. Was extrem viel Geld ist. Krank. Für ein Auto. Ja. Und ich sag dir ehrlich, bevor ich für diesen Wagen 460.000 ausgebe, hole ich mir lieber
einen vielleicht leicht gebrauchten GLS für 200.000 und investiere die anderen 260.000 in eine schöne Eigentumswohnung. Verstehst? Ja. Also ich sehe noch nicht, außer dass es ein Rolls-Royce ist und die Leute wissen, dass ich ein Rolls-Royce fahre, sehe ich noch nicht den Mehrwert, der mir der Wagen bietet. Aber und daran siehst du, was das für Menschen sind, die so ein Auto fahren. Das sind einfach Leute, die einfach so, so viel Geld haben, dass alles zu spät ist. Grüße gehen raus an Justin. So, jetzt fahren wir 250. Ja, sehr, sehr angenehm von der Lautstärke. Voll entspannt, oder? Ja. Du weißt ja, als Fahrer fühlt sich das Fahrzeug bei 250 natürlich ganz anders an, ja, wie für mich hier hinten. Ja. Hast du komische Feelings? Also ist dir das zu schnell oder fühlt sich nicht wohl jetzt bei der Geschwindigkeit? Nö. Ich bin ein ganz tiefen entspannter Beifahrer, weil ich ja selber auch gerne schnell fahre. Ja. Dazu muss ich sagen, ich kenne die Strecke hier und weiß, dass sie eigentlich ziemlich tiefenentspannt ist. Das ist die Strecke, wo ich auch immer meine Autos ausfahre für Videos und ähnliches. Ja. Nö, hat sich ganz, so, ganz, ganz entspannt angefühlt. Ja. Der so schaukelt, oder? Ja. Ich hätte gedacht, du gehst ein bisschen mehr ab auf die Farbe, ganz ehrlich. Ja, das tut mir ein bisschen leid, aber was soll ich dir sagen? Also die Farbe an für sich ist schön, aber die Farbe ist halt auch nicht original. Für mich. Doch, die ist original. Die ist von Rolls-Royce, die Farbe. Ja, ja, aber sie ist nicht original. Ach so. Lambo. Okay. Schock Verde. Ja. Die ist ein bisschen dezenter. Aber ich finde die Farbe sexy. Würdest du rein theoretisch so ein Auto in der Farbe lackieren? Du hast 20 Millionen auf dem Konto, holst dir so ein Ding? Vielleicht, ja. Also. Ja? Also mein erstes Bauchgefühl sagt mir nein. Mhm. Denn ich, egal, ob ich 20 Millionen auf dem Konto habe oder 5 Millionen oder 2 Millionen, ich habe jetzt auch zwei Autos. Und für mich ist immer ein Auto unauffällig, ein Auto auffällig. Der Lambo ist auffällig as f***. Ja. Der GLS ist zwar schnell. Aber keiner sieht's. Das ist ein Wolf im Schafspelz, ja, genau richtig. Ja. Und deswegen wäre der mir vielleicht von der Farbe ein bisschen zu auffällig. Findest du die Farbe? Wäre das was für dich für den Alltag? Auf gar keinen Fall. Nee. Wirklich auf überhaupt gar keinen Fall. Also ich mag Autos, die Farben haben, aber die Farbe ist mir viel zu krass. Mhm. Vor allen Dingen auf dem Auto. Auf dem Lambo würde ich das feiern, finde ich mega. Aber so ein Auto, so ein Rolls Royce, der muss irgendwas Gediegenes haben. Mhm. Ich würde ihn deutlich attraktiver finden in Schwarz. Und ich sage dir auch ganz ehrlich, ich würde den Wagen auch deutlich attraktiver von innen drinne finden, ohne das Grün. Ich finde es schick, aber es ist mir zu abgespaced irgendwie. Ja. Guck mal hier, Tankdeckel. Also das muss ich sagen, finde ich quatschig. Hä? Das finde ich quatschig. Mit der Tür? Ja, du musst sie selber aufmachen und dann schließt sie sich dann, also. Zumachen macht er. Ja, aber warum macht er nicht auch auf? Ja, finde ich auch. Aber ich glaube, es ist ein Sicherheitsthema, wegen, du kannst einfach auf den Knopf drücken, dann geht sie zu. Ist ein Sicherheitsthema, glaube ich, wegen Amerika, wenn du die Tür einfach ausmachst, dann kann es sein, dass irgendjemand den Knopf drückt, ohne zu gucken, ob frei ist und so. Also ich würde, jetzt, wo wir über die Farbe geredet haben, ich hätte den Wagen in komplett schwarz. Ja, aber schwarz, das schluckt so die Linien, finde ich. Ja, okay, aber er, oder schönes Schneeweiß. Ja. Also man kann sagen, was man will über dieses Auto, aber die Front ist brutal. Die Front ist wirklich brutal. Ja, das kann man, glaube ich, nicht anders zusammenfassen. Alter, das ist, also. Man will sich einfach nur dagegen legen und ein bisschen Liebe machen. Ja. Man will einfach das Ding nehmen und. Das ist, von der Seite finde ich ihn auch noch gut, aber von hinten, nee. Fällt dir nicht? Ich glaube, in Justin seinem Video habe ich den von hinten ziemlich niedergemacht. Jetzt in Real ist er nicht so schlimm, wie ich mir vorstelle, aber ich finde ihn sehr unspektakulär von hinten. Wie findest du die hintere Optik? Ja, der ist, aber er ist halt clean. Ich finde, stimmt, ja. Er ist clean und das passt zu dem Auto. Aber ja, das ist jetzt nicht. Was denn? Ja, weiß jetzt nicht, Digga. Was denn? Das ist wie beim GLS auch. Dass die nicht quasi, dass das eine Blende ist und dass es nicht quasi da endet. Ja. Ja. Pass auf, jetzt zeige ich dir noch was. Aber das könnte ich dir eigentlich auch, das zeige ich dir, glaube ich. Das zeige ich dir, glaube ich, wenn wir fertig sind, ganz am Ende. Okay. Gibt noch eine schöne Sache. Ein Kühlschrank hinten, oder was? Nee. Okay. Zeige ich dir gleich. Ich würde gerne einmal bezahlen, bitte. 140 Euro. Mhm, 78 Cent. Okay, dann fahre ich jetzt mal. Am Ende des Tages ist es nämlich, finde ich, viel entscheidender, wie sich der Wagen fährt und nicht, wie er sich als Beifahrer anfühlt. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Weil der fährt sich
wenn du mich fragst, wie kein anderes Auto. Ja, aber man sitzt gut drin, ne? Man sitzt auch in einer schönen Höhe, man kann den Arm richtig geil ablegen. Ja. Das ist iDrive, damit kannst du das Navi steuern und so. Ja. Drück da einmal drauf. Einfach nur in die Mitte drücken? Einmal in die Mitte drauf drücken und jetzt drück nochmal drauf und guck mal, was auf die Motorhaube. Das ist schon... Allgemein, sage ich dir ehrlich, das fehlt mir auch bei den Mercedes-Modellen heutzutage. Der Stern. Der Stern draußen war schon irgendwie ein schönes Gefühl, wenn man das hatte. Aber ich kann auch verstehen, ja, mit Diebstahl und so, du hast ja eben gezeigt bei meinem Opa, wie das ist, dass sie da die Dinger immer geklaut haben, ist natürlich schon ärgerlich, ne? Die Bodenwelle hat er gerade richtig gut weggemacht, ne? Ja, ist okay, ja. Also ich sag mal so, die Strecke an für sich ist sehr entspannt zu fahren. Die kannst du auch mit einem Brett harten Huracan hier ballern. Ja. Ne? Aber ist ja auch eine unbegrenzte Autobahn und wäre ja quatschig, wenn hier dicke Bodenwellen sind, wenn du dir hier mit 300 längst knallst. Ja. Habe ich schon ein paar Mal auf der Autobahn gehabt. Das war mit 250, 260, 280 auf einer unbegrenzten Autobahn auf einmal einen Hügel hat, der einen fast aus der Spur raushaut. Ja. Ja, aber das ist natürlich bei so Autos wie dem Lambo, der ist wesentlich empfindlicher als so manch anderer Sportwagen. Ja. Und da musst du echt höllisch aufpassen, das stimmt, ja. Also hier hinten ist er ja noch leiser als vorne, ne? Ja. Du kriegst von den Windgeräuschen, die eh sehr wenig sind vorne, fast gar nichts mit. Aber ich muss sagen, er steht hier, ne? Ja. Wenn ich jetzt ein Foto mache und zeig dir das gleich, sagst du, ja, er steht mir. Das kann gut sein, ja. Also der erste Eindruck ist, er lässt sich sehr ruhig fahren, ist sehr darauf bedacht, dass ich das als Fahrer so bequem wie möglich habe. Und die Gewohnheit, und das ist ja auch das, wir sind an viele Dinge gewohnt, ich bin halt einfach dran gewohnt, in meinem GLS zu sitzen, auch hoch, aber ein bisschen mehr Sound, ein bisschen schneller noch. Aber an für sich ist es ein schönes Auto. Also mir würde jetzt nichts einfallen, wo ich jetzt sage, das stört mich jetzt beim ersten Eindruck. Das Lenkrad finde ich ein bisschen schmal, ehrlicherweise. Finde ich, also machen die immer, ja. Dass das so schmal ist, im Gegensatz zu AMG. Mhm. Ich fand es cool, weil das halt, das Auto ist rundherum anders als alles andere, ne? Wenn der jetzt auch so einen Sound hätte, auch so ein dickes Lenkrad und auch so ein bisschen so aussehen würde, würdest du sagen, ja gut, das ist eine AMG-Kopie. Mhm. Und das ist halt hier, Rolls-Royce hat schon immer so dünne Lenkräder gehabt, die haben die immer beibehalten. Okay, ja. Das hat halt so was Filigranes, finde ich. So, ich weiß, das ist nicht, ne, das ist nicht so ein krasses Ding so, kein Rennauto, sondern es ist halt wirklich immer noch so ein bisschen Chauffeurswagen da vorne, weiße Handschuhe. Mhm. Ja, ist eine Gewöhnungssache, denke ich auch am Ende des Tages einfach. Ja. Bloß, wenn ich bei dem GLS fahre, dann fahre ich sehr gerne hier oben. Ja. Und dann habe ich meine Hände so beispielsweise. Ja. Da habe ich was in der Hand. Hier habe ich so die ganze Zeit das Gefühl, ich suche den halt und ich muss wieder hier anfassen. Und so fahren, weiß ich jetzt nicht. Aber wie gesagt, ne, man gewöhnt sich an alles. Aber hast du mal ein Auto gehabt, also ein standardmäßiges Auto, wo du gedacht hast, der gibt mir ein unsicheres Gefühl beim Fahren, außer jetzt hochgezogene oder hochmotorisierte Sportwagen, dass man erstmal vorsichtiger ein bisschen fährt, nicht sofort durchgesteuert. Ja, klar. Nein, ich meine, ob du das schon mal hattest bei einem Auto in dieser Rubrik oder bei einem SUV oder ähnliches? Ich glaube ehrlich gesagt nicht, ne? Ne, genau, ja. Also, außer bei so, also diese kleinen SUVs, die finde ich alle ganz, ganz schlimm. Habe ich oft bei Mietwagen, ne? Keine Ahnung, wenn du in Italien bist zum Dreh gehst, dann kriegst du da irgend so eine Nuckelpinne in die Hand gedrückt. Da muss ich sagen, da fühle ich mich nie wohl drin. Ja. Je größer, desto besser, muss man sagen, ne? Würde aber auch irgendwie nicht zu Rolls-Royce oder allgemein zu solchen teuren Autos passen, dass wenn du dich reinsetzt und dir denkst, oh, irgendwie habe ich ein unsicheres Gefühl oder der Wagen soll dir ja Souveränität und Selbstsicherheit sofort geben und der lässt sich wie ein gutes Auto fahren, würde ich sagen, ja. Ja, fährt wie ein gutes Auto, ne? Ja. Leider nur ein bisschen teuer. Ja, das ist, also der Preis ist wirklich das Einzige, warum ich überhaupt die ganze Zeit versuche, noch so irgendwas zu suchen, was man so angehen kann. Weil ich finde, die 460.000 Euro ist so viel Geld. Wenn du erstmal da drinnen bist, dann kann ich es verstehen, wenn du drauf reinfällst. Weil ich bin auch ein Idiot. Ich laufe auch in den Laden und kaufe mir Balenciaga-T-Shirt oder Gucci-T-Shirt. Was kostet ein T-Shirt von Balenciaga? Kommt immer ganz drauf an, zwischen 400 und 800 Euro, würde ich sagen. Ein T-Shirt? Ein T-Shirt, ja. Oder ein Louis Vuitton-T-Shirt oder so. Bezahlst du auch mal ganz schnell 1.000 Euro, 800 Euro, 600 Euro. Ich bin auch ein Idiot, der sich das kauft. Weil, warum kaufen wir das? Weil der Name draufsteht. Und so ist es bei diesem Auto vermutlich auch. Leute kaufen sich's, weil es natürlich auch gute Qualität ist, wie auch ein Balenciaga-T-Shirt.
Sie würden es deutlich günstiger von jemand anderem bekommen, aber sie wollen es, weil es am Ende vielleicht der Name einfach ist. Ja. Aber ich bin dann zum Glück noch Team Auto, wo ich dann noch nicht dran an dem Punkt bin, wo ich sage, ich brauche den Rolls-Royce. Ja, ich, vor allen Dingen, wo alles egal ist. Also das ist einfach ein Level mit 465.000 Euro, wo du sagst, okay, das ist wirklich für Millionäre oder Milliardäre gemacht, so ein Auto. Ja. Und zwar Multimillionäre. Also ich bleib dabei, Matthias, ich finde den Wagen schön. Aber bitte komm das nächste Mal mit was anderem. Nö, also ich finde es gut auch mal Dinge. Also du hast mir ein Auto gebracht, was ich vermutlich in den nächsten Jahren nicht nochmal bekomme zum Fahren. Also insofern hast du alles richtig gemacht. Ja. Viele denken, wenn wir was zusammen drehen, dass wir die hochmotorisierten Supersportwagen am Start haben. Aber Matthias hat mal komplett was anderes gemacht und das finde ich auch gut. Aber ich bleibe dabei, bevor ich mir so ein Auto holen würde, hole ich mir lieber einen GLS. Oder vielleicht auch einen Maybach, der immer noch wahrscheinlich günstiger ist als dieses Auto. Ja. Und investiere den Rest des Geldes in andere Projekte. Hast du hier den Sternenhimmel gesehen? Oh, was war das denn? Oh, ein kleiner Hügel. Sprungkuppe. Ja, wollen mal gucken, was der Wagen kann. Hast du die Sternschnuppen gesehen? Nee, habe ich nicht da gesehen. Da gehen Sternschnuppen durch, ne? Hier oben gehen Sternschnuppen durch? Nee, da habe ich nicht so drauf geachtet. Ja. Aber sieht man die auch jetzt in der Helligkeit? Ja, siehst du. Ich habe immer wieder gedacht, ich so, hä, was ist das denn? Kannst du auch ausstellen hier oben mit dem Knopf? Kann man die Farbe verstellen? Nee. Ich habe eben Ambientebeleuchtung gecheckt. Kannst du von dem Weiß, was er jetzt hat, verstellen. Also das ist jetzt so, ich glaube, was steht drin? Ich glaube, Gelb-Weiß. Und dann kannst du noch in Kalt-Weiß wechseln. Mercedes 64 verschiedene Farben. Ja, aber mal eine andere Frage. Ja. Für dich das Allround beste Auto, beste Marke? Wenn wir jetzt nicht über SUVs nachdenken. Allgemein. Ich muss es kategorisieren, weil es gibt so viele Autos, dass man viel zu viel erzählen könnte. Ich meine mein nicht von dem Modell des Autos, sondern ich meine von der Marke. Ach so, welche Marke die beste ist? Digga, die Frage kann ich hier nicht beantworten. Es gibt ja so Autos, der GLS gehört dazu, finde ich. Du nimmst den als einziges Auto und du hast fast alles abgedeckt. Wenn du jetzt so ein M3 Touring nimmst, dann ist das genau dasselbe, nur dass du halt nicht diese 1000-prozentige Capability hast, dass du sagst, okay, du kannst jetzt auch Gelände fahren und noch mehr Gepäck und mit 4 Leuten wirklich verreisen. Dafür ist der M3 Touring zu klein, aber dafür ist der M3 Touring ein echter Sportwagen. Vielleicht habe ich die Frage falsch formuliert. Ich werde dir meine Meinung sagen und dann kannst du da was zu sagen. Ich glaube, so ist besser. Ich persönlich finde, dass Mercedes in allen Belangen den anderen Automarken überlegen ist. Außer in einem Punkt, wo ich sage, Porsche macht die besseren Autos, die auf der Straße liegen, also rennstreckenmäßig, also vom Fahrwerk. Ja. Aber gerade, und das ist für mich bei einem Auto, Alltagsauto, macht Mercedes auch die schönsten Autos vom Interieur, vom Design, von der Technik, von der Modernität. Ja. Finde ich, overall Mercedes ist den anderen immer gefühlt 1 oder 2 Schritte voraus. Ja. Also ich sehe BMW da sehr, sehr nah dran. Woher kommt das bei dir mit Mercedes? Kommt das hier wegen Bremen, wegen der Nähe hier zum Werk und so? Ich werde es dir erzählen und ich glaube, den Aspekt wirst du sehr fühlen. Meine Großeltern hatten immer Mercedes. Und hätten sie BMW gehabt, würde ich vielleicht so über BMW reden. Wobei ich hatte auch mal einen BMW. Ja. Und der hat mich gar nicht überzeugt. Und das mit deinen Großeltern, das fühle ich natürlich zu 100%. Na, Mercedes, das, wenn deine engsten Bezugspersonen, die Marke, die die bevorzugen, die wirst du, glaube ich, früher oder später auch bevorzugen. Mein Vater zum Beispiel ist immer Peugeot gefahren, irgendwann dann BMW. Als ich den Peugeot gerade eben gesehen habe, mir ist das Herz aufgegangen, der kleine 104er. Ja. Ne? Das ist also richtig geil. Ich liebe auch alte Autos. Und da ist so eine, das ist immer noch so eine Liebe zu Peugeot, weil mein Vater die halt immer gehabt hat. Und dann ist er irgendwann zu BMW gewechselt. Und das hat mich schon auch geprägt. Das kann ich nicht leugnen, ja. Wenn du dich entscheiden müsstest, BMW, Audi oder Mercedes, was du dein Leben lang nur noch fahren dürftest. Ich finde solche Fragen sehr interessant, gerade von einem Autoprofi wie dir. Das sind ja berechtigte Fragen. Ich beantworte dir die Frage mit Porsche. Nein. Doch. Ich hab Porsche extra nicht mit reingenommen. Nur von diesen 3 Automarken. BMW oder Mercedes, eins von beiden. Du hast letztens auf der Insta-Story hast du eine Fragenrunde gemacht. Ja. Und da hat dich einer gefragt, weißt du eigentlich, dass du ein Vorbild bist für ganz, ganz viele junge Menschen? Genau, richtig, ja. Weiß und weißt du einfach, bist du dir überhaupt bewusst darüber, wie du die beeinflusst? Und deine Antwort fand ich sowas von grandios. Meine Antwort war,
eure Vorbilder sollten eure Eltern, eure Großeltern etc. sein und nicht irgendwelche Idioten aus dem Internet. Genau. Ja, aber das ist eine Antwort, die ich auch 100% so fühle, aber leider weit weg von der Realität ist, weil oft einfach die Leute, die Vorbilder auch sein sollten, nämlich in der Familie keine Vorbilder sind. Und wir im Internet oftmals, es ist eigentlich traurig, oder nicht traurig, aber es ist etwas, worüber man nachdenken sollte oder nachdenken kann. Wir als Influencer, als bekannte Personen des Internets, haben oftmals mehr Einfluss und erreichen mehr mit dem, was wir sagen, als die Eltern zu Hause. Richtig, aber ich fühle deine Antwort da auch zu 100%, weil wenn damit irgendjemand ein Problem hat, dann sollte er sich darum kümmern, dass er selber als Vater, Oma oder Opa oder Mutter mehr Einfluss hat auf seine Kinder als die Leute aus dem Internet. Da muss man den Kindern halt sagen, pass mal auf, das ist Monte, Onkel Monte, guter Mann, echt cool, aber man muss differenzieren, was er alles sagt, ist nicht alles wahr oder das liegt nicht alles mit unseren Werten überein, so, ne? Ja. Und auch das, was du sagst und manchmal raushaust, und das ist bei mir genau dasselbe, ist ja nicht unbedingt auch 100.000%ig deine Meinung. Da musst du deinem Kind sagen, okay, ich will nicht, dass du das guckst, deabonnier den Jungen. Ja. Oder ich sag, guck mal hier, ne, mein Sohn zeigt mir das irgendwie, ich lach mich zusammen mit dem kaputt und keine Ahnung. Und dann danach muss ich aber ihm sagen, pass mal auf, das ist ein Junge, der hat sehr, sehr viel Geld, der kann sich sowas leisten, der kann so viel Spaß machen, der hat einen flapsigen Spruch gedrückt, aber wir reden zu Hause anders. Oder wenn du mit deinen Freunden redest, redest du bitte nicht so anders. Irgendwie, keine Ahnung. Man kann sich ja Sachen raussagen wie Digger, wo man sagt, ja, das kann ich, ist halt so. Ich habe es mir angewöhnt. Ist einfach so. Die Leute im Internet sagen, ja, Matthias, Junge, bist du 25 oder was mit dir los? Sag ich, nein, aber ich gucke halt solche Sachen. Ich gucke Monte gerne und deswegen habe ich mir das leider angewöhnt. Und es ist mir egal. Ich finde es lustig. Ich bin auch schon über den Punkt längst hinweg, mir das abzugewöhnen. Also, warum denn auch? Ja, es gehört zu mir. Die Sprache ändert sich. Im Norden sagt man Digi. Ja. Oder Digger. Ja? Und das Thema Vorbild, Matthias, ist so, nur weil man selber von sich denkt, man ist kein Vorbild, darf man sich natürlich nicht alles im Internet erlauben, ist ja klar. Logisch, klar. Aber am Ende bin ich auch der Meinung, gerade wenn es um jüngere Zuschauer geht, dass die Eltern schon kontrollieren sollten, was die Kids, die Jugendlichen im Internet täglich stundenlang konsumieren. Und dafür ist das Internet ja auch da, dass jeder so sein kann, wie er will, in bestimmten Grenzen logischerweise. Ja. Aber ich finde es cool, was du machst, ganz ehrlich. Dankeschön, ja. Sonst würde ich nicht mit dir Auto fahren. Kann dir da nur den Spiegel vors Gesicht halten, das Gleiche kann ich nur zurückgeben. So, wir werden nochmal durch eine etwas reichere Gegend fahren. Hier ist so ein bisschen altdeutsche Generation, aber es ist eine sehr teure Gegend. Okay. Ich zeig dir gleich ein, zwei extremst schöne Häuser und Grundstücke. Ich war auch kurz davor, mir hier ein Haus zu kaufen, zwei Häuser zu kaufen. Aber willkommen in Deutschland. Die Internetverbindung war hier so grottenschlecht, dass ich mich dagegen entschieden habe. Das konnte man nicht irgendwie ändern? Handyempfang. Also du konntest nicht streamen oder was? Nein, es war Handy. Nur Handy. Ich hatte die ganze Zeit nur E. Und er hätte dann die ganze Zeit immer nur mit WLAN verbunden sein müssen. Alter Schwede. Und das ist mir einfach... Nee, das geht ja gar nicht. Nee. In dem, was ich mache, ist das Internet das Wichtigste. Das heißt, auch bei meinem Hauskauf jetzt, wo ich das Haus gekauft habe, hätte das Haus, was ich jetzt habe und wo ich wohne, keine vernünftige Internetleitung gehabt, beziehungsweise keine Telekom-Business-Leitung, hätte ich das Haus nicht gekauft. Wenn da nur Vodafone gewesen wäre, wäre ich in das Haus nicht eingezogen. Ja, ja, also das, ich merke das Feedback des Autos gerade hier in so einer etwas teureren Gegend. Fühlt er sich sehr wohl. Hier zur Rechten, Grundstück, seit 20 Jahren oder so, nichts gebaut. Und einfach der Typ nebenan, der hat das Grundstück gekauft, damit niemand neben ihm baut. Wenn du das jetzt verkaufen würdest, ist schon ein Millionengrundstück. Eine Million? Ja, würde ich schon sagen. Hier in der Gegend, mit dem Ding, schon sehr, 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 sehr teures Grundstück, ja. Sehr schön hier. Amtlich, ne? Schönes Haus. Hier, also schönes zu der Seite sind alle Häuser wunderschön. Hätte ich nicht gedacht, dass wir noch so ein Architektending durchziehen heute, aber ist geil. Ich mag schöne Häuser auch sehr gerne. Weißt du, wie man das hier nennt, was wir gerade machen? Nee. OKF. Ortskontrollfahrt. Das ist hier ein ganz großes Ding. Die Leute treffen sich für OKF. Wirklich? Für Ortskontrollfahrt, ja, 100%. Aber machen die das einfach zum Glotzen? Ja, Langeweile. Man hat hier nichts zu tun. Und da macht man OKF, Ortskontrollfahrt.
So, und dann fährt man hier so durch die Gegend, guckt sich die Häuser an, dann sagt man, oh, da, das ist persönlich mein Favorit, da würde ich einziehen. Ja. Und mit so einem grünen Rolls geht das ganz besonders gut. Ne? Ja, als Resümee, er lässt sich wirklich gut fahren. Und ich hätte nichts gegen das Auto als Alltagsauto, wenn man es mir hinstellen würde. Also soll ich ihn einfach hier lassen? Ich würde ihn jetzt nicht tauschen gegen den GLS. Selbst wenn du sagst, fahr den hier einen Monat. Und ich nehme den GLS mit? Würde ich nicht machen. Nee? Nein. Okay, krass. Okay, pass auf, eine Sache wollte ich dir noch zeigen, ne? Ach so, ja. Kofferraum. Ganz wichtig. Das ist ein Sechssitzer, oder was? So. Wie das Gesicht nachdenkt. Also wenn jetzt Marise noch offen hätte, ne? Dann können wir hier unsere Pasta genießen. Mit Dach über dem Kopf, mit Sternenhimmel hier hinten drin, das ist neu. 192 Sternchen hier oben drin, 22 Stunden Arbeit. Das ist nur das Teil hier. Ist cool. Ja, oder? Ist ganz cool, aber die Frage ist, wie oft nutzt du das am Ende des Tages? Ja, ne? Klar. Du kannst hier was anderes da reinmachen. Ne? Kannst hier, kannst du eine Jagdausrüstung kannst hier reinmachen lassen. Aha. Kannst du die Gewehre da rausziehen dann und dann hier wow. auf die Jagd gehen mit dem Kallinnen. Oder halt auch anders nutzen, geht auch. Ist ganz cool, ja. Aber hast du gedacht, das holt mich voll ab? Jetzt? Nein, gar nicht. Aber es ist, das ist ja das Lustige, dass manche Leute feiern sowas komplett ab und du sagst, ja, okay. Und das ist ja das Geile, wir haben ja gerade drüber geredet, ja. Diese Ehrlichkeit ja. ist einfach, ich liebe sie. Ja. Ist gut so. Das war's mit der kleinen Ortskontrollfahrt hier in Buxtehude und der Umgebung. Aus dem Kallinnen, genau. Ein schönes Auto für sehr viel Geld. Macht es Spaß, den zu fahren? Ja. Macht es Spaß, 460.000 Euro dafür auszugeben? Mir nicht. Nächstes Mal ein anderes Auto. Danke für die Einladung, Matthias. Und ja, jetzt chauffiere ich den Herrn hier wieder nach Hause. Oder ich chauffiere mich selber nach Hause. In dem Sinne sage ich meinerseits wieder schon reingehauen. Küsschen aufs Nüsschen. Lasst euch gut gehen.